Mike Tech, du wirst mein Freund. Wir beide, wir sind ein besonderes Team. Für uns strahlen alle Sterne. Hä? Wollte ich nicht geben? Doch, habe ich gegeben. Ja, halli, hallo, liebe Gefängnisfreunde. Ich bin Satenshi und wir spielen The Escapist. Und das Erste, was wir jetzt machen werden, liebe Freunde, ist mal etwas testen. Und zwar, was passiert, wenn ich hier auf Speichern drücke? Es kann natürlich Übersetzungsfehler sein. Und das heißt laden. Wir werden es gleich sehen. Ich habe jetzt gespeichert. Okay, man kann also wahrscheinlich jeden Zeit speichern. Und ich glaube, auch beim Laden wird es dann wahrscheinlich dann immer beim Tagesanfang sein. Das heißt, selbst wenn ich den Speicherpunkt verpasse, müsste ich speichern können. Ja, ob das so richtig ist, weiß ich nicht. Ah, guckt mal. Hier, ich schenke dir Bettlaken. Und dann kaufe ich mir das. Und dann kaufe ich mir Talkum. Und dann können wir vielleicht doch nochmal. Ah, ich brauche noch eine Tasse. Ha, ha, ha. Aber Talkum, war jetzt eigentlich auch Schwachsinn. Naja. Werden wir durchsucht oder habe ich schon wieder verpasst? Okay, habe noch nicht verpasst. Come on, come on. Come on, durchsuche ich meine Zelle. Oh, bloß Leichtech und Konsti. Oh, oh, das ist aber schade. So, hier, Battlecraft. Du kriegst von mir noch ein Kissen geschenkt. Battlecraft, du kriegst von mir auch... Nee, du kriegst nichts mehr von mir. Nichts kriegst du mehr von mir. Gut, Feuerzeug. Talkum habe ich zweimal jetzt drin. Ja, okay. Ich könnte aber wenigstens was einschmelzen. Ich könnte auch nochmal einen Kaffee machen. Kaffee, ihr wisst schon. Kakao und so. Puppe kommt da rein. Der illegale Beutel nehme ich eigentlich manchmal gerne mit. Man kann nicht wissen. Gucken wir mal, was der Nachbar hat. Kamm, Kamm. Hier mal zwei Kämme mit. Oh. Entschuldigung. Tut mir leid. Ich weiß ja, wo Leichtech arbeitet. Das ist das Gute. Dann kann ich denen nämlich die Waffen geben. Und kann ihn so schon mal nach oben drücken. Konsti bräuchte natürlich auch nochmal eine. Aber ist okay. Machen wir später. So, erstmal essen wir genüsslich. Das riecht aber komisch. So, Leichtech, du verkaufst ja Sachen, aber auch nur Mist. Brauche ich nicht. So, Leichtech, schon mal schön nach oben wurden. Wo ist denn Konsti? Konsti ist mein Nachbar. Konsti und Leichtech sind halt so die wichtigsten, die ich gerade nach oben liken werde. Weil das sollen halt meine Kämpfer werden. Okay. Konsti soll hoffentlich wieder hochgehen. Ah, ne, ich muss den Leuten was schenken. Bisschen blöd, aber okay. Okay, so, Konsti geht jetzt natürlich nach oben. Mal 2 und 3. Ey, Leichtech, nimm meine Kampfwaffe. Leichtech, nimm die nächste Kampfwaffe. Okay, danke. Dann gehe ich erstmal arbeiten und dann mache ich den Spaß weiter. Wenn ich nämlich schnell genug bin. Konsti, Zombie, Konsti, Petro und Monster. Okay. Lassi war nicht mit drin. Andi war... Nee. Hier ist Konsti. So, zweimal Konsti. Zombie, Petro und Monster. Okay. Zombie. Petro und Monster. Das ist Battlecraft. Hoho, Konsti, Zomik, sag mal, wo sind denn die alle? Ah, und Monster ist schon wieder, oh. Ja, eine Kelle ist ganz witzig, aber braucht man nicht unbedingt. Ah, hier ist Petro. So, dann schaue ich mal, ich habe noch ein bisschen Zeit, das heißt, ich kann jetzt nur noch ein paar Kämme klauen. So, klauen wir noch schnell ein paar Kämme. Und hat andere gute Sachen, die wir vielleicht zu so finden. Wenn wir was finden, eine Tasse wäre zum Beispiel. Oh shit, der sieht mich. Hat mich nicht gesehen? Haha, bist du blöd. Oh, hier ist so eine Kampfwaffe, aber die kriege ich da nicht raus. Ah nee, ich lasse es. Jetzt gehen wir schnell dahin. Weil der arbeitet ja noch. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, der ist noch nicht fertig. Okay, der arbeitet nicht mehr. Und dann kann ich denen das nämlich alles schön geben. Leichtech, du wirst mein Freund. Wir beide, wir sind ein besonderes Team. Für uns strahlen alle Sterne. Hä? Wollte ich nicht geben? Doch, habe ich gegeben.
86%. Und das ist super. Crafting-Rezept, ich habe eh einen Haufen Knete. Wurfhaken, geil. Okay, ich brauche ja, glaube ich, auch für den Schlüssel nochmal 80%, glaube ich. Da war das für das Putty. Ich glaube, ich brauche für diesen Putty-Mist. Warum steht das eigentlich hier nicht drinne? Das frage ich mich. Ich brauche für den Putty-Mist hier. Das ist ja das Kit, das geht total easy. Aber für den Abdruck brauche ich 80%, Leute. Für den Abdruck brauche ich 80%. Also, was heißt das? Was sagt uns das? Wir müssen hier noch ein bisschen was tun. Ich muss Konsti noch ein bisschen nach oben bringen. Das darf ich nicht vergessen. Hier muss ich noch ein bisschen nach oben bringen. Holz wollte ich auch noch holen. Na, haben wir viel zu tun. Holen wir nachher noch ein bisschen Holz. Weil wir haben ja nachher noch mal einen Job. Da kann man das ja machen. So, oder in der Freizeit. Machen wir es in der Freizeit, glaube ich. Wir haben ja genug Zeit. Hier kommt ja jetzt auch gleich die Freizeit. Ist ja lustig. Ha! Also mit den Schlüsseln könnte ich jetzt oben reingehen und hier unten dann in das Lager gehen. Aber was bringt mir das? Oh, Hofgang. Hofgang ist gerade. Da muss ich natürlich kurz vorbeischauen. Vielleicht noch ein bisschen mit Konsti schnabulieren. Wo ist er denn? Da ist Konsti. Ja, ist Konsti. Mach ihn fertig. Mach ihn fertig, die Sau. Nein, du bist gestorben. Okay, kann ich nicht mit Konsti schnabulieren. Oh, ich bin eh zu müde. Höh. Boah, kriegt mir ja Angst. Oh, das Klebeband kann ich nicht mitnehmen. Naja, was soll's. So gierig bin ich nun auch nicht mehr. Bin ein bisschen befreit von meiner Gier. Kann man hier ein bisschen... Da ist Konsti. Kommt immer schön nach oben drücken. Konsti nach oben. Leichtig haben wir ja gerade noch schön nach oben gebracht. Wir könnten natürlich jetzt auch schon probieren, ne? Eigentlich. Ich glaube aber, ich brauche ein bisschen Energie. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Energie, wenn ich... Jetzt kämpfen da schon wieder welche. Um das herzustellen, brauche ich, glaube ich, Energie. Dann nehme ich noch schnell mein Kit mit. So. Nein, Talkum und Zahnpasta brauche ich. Komm, dann holen wir uns jetzt mal unsere Freunde. Like Tech. Da ist auch Konsti, ich sehe es doch. Und jetzt ist die Frage, wie töte ich jetzt? Wie fange ich jetzt an, jemanden da anzugreifen? Wahrscheinlich muss ich die an... Ah, da. Komm, mach den fertig. Zelleschlüssel, genau den wollte ich haben. Sehr schön. Ah, shit. So. Hat gut funktioniert. Danke. So. Keiner was mitbekommen, Leute. Haut ab. Keiner gesehen. Keiner mitbekommen, Leute. So, da wird mir jetzt wahrscheinlich gleich wieder angreifen. Weil sie das gerne machen, die Idioten. Ja, super, Leute. Ja, super. Das war ja super, ging das ja. Wie sieht es mit Konsti jetzt aus? Der muss ja eigentlich like-technisch ein bisschen runtergegangen. Dann wird Konsti auch nicht besonders weit runtergegangen sein, weil man verliert ja immer ein bisschen was. Ja, aber die verkaufen ja Sachen. Und ist er schon am Racheakt? Nee, ne? Was verkaufen die Schönes? Naja. Wer es braucht. Ich mache mir gerade ein bisschen meine Heilung wieder hoch. Okay. Sehr schön. Okay, ich würde noch ein bisschen Holz holen eigentlich. Boah, dann wird das ja richtig anstrengend jetzt die Nacht. Aber das Problem ist, ich würde das gerne speichern vorher. Das heißt, wir können das diese Nacht noch nicht versuchen rauszurennen, Leute. Das versuchen wir diese Nacht noch nicht. Ich würde es vorher erstmal speichern, weil ich weiß nicht, ob diese Speicherfunktion auch funktioniert. Das muss ich offscreen mal probieren. Deswegen werde ich jetzt erstmal nicht in dieser Nacht losmarschieren. Außerdem muss ich den Schlüssel ja noch formen. Aber das ist ja kein Problem. Den Schlüsselform ist kein Problem. Was wollte ich jetzt eigentlich gerade machen? Ich wollte mir den Beutel holen. Und dann wollte ich mich ein bisschen hinlegen. Ja, und dann klauen wir noch ein bisschen Holz. Einfach zum Graben noch. Aber wobei, ja, wenn ich dann untersucht werde... Na, das den Holz machen wir später mal. Weil, bevor ich jetzt... Wenn ich jetzt Haufen Holz habe und auf einmal heißt es, deine Zelle wird durchsucht, dann kann ich die wieder nicht leer machen. Aber wir können schon mal den Schlüssel herstellen. Das können wir machen. Feuerzeug? Nein, kann ich noch nicht, weil ich brauche noch einen Kamm. Da muss ich mir noch einen Kamm klauen.
Denn ich habe ja sowas nicht wie Kämme. Hat mein Freund einen Kamm? Nö. Überhaupt hier noch irgendjemand einen Kamm? Wie weit habe ich denn durchsucht? Hier fehlt natürlich der Kamm. Hier wird wahrscheinlich auch der Kamm fehlen. Eine Kammwaffe. Geht das mit der Kammwaffe auch? Das werden wir gleich sehen. Das heißt, einmal Feuerzeug. So. Nee. Mit einer beschissenen Kammwaffe geht das nicht. Hier willst du eine Kammwaffe. Hier kriegst du eine Kammwaffe. Schauen wir hier nochmal schnell nach. Die habe ich auch schon geklaut. Da will ich den einfach niederschlagen. Abend, hier ganz hinten muss ich vielleicht nochmal schauen. Tinte. Medizin. Nee, doch nicht. Geht ja alles. Alles okay. Wird nur ein bisschen blöd mit der Arbeit jetzt. Aber okay. So, der verkauft auch was Schönes, der Lassi. Konsti, wo ist ein Like-Tech? Hier, Like-Tech und Konsti. Ja, und vielleicht noch ein paar andere. Je nachdem, wer gerade zur Verfügung ist. Das, ja, jetzt ging's. Klick, 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 klick. Alles klatschen sich wieder zusammen. Haben wir schon mal gut geschafft bis jetzt. Läuft alles sehr schick, muss ich sagen. Läuft quasi. Ich bring, glaube ich, das Feuerzeug nochmal schnell weg. Jetzt wäre natürlich noch ein Kamm nicht schlecht. Wobei, wie gesagt, wenn wir eh erst nächstes Mal versuchen, den Schlüssel zu verwenden, und ich hoffe, es funktioniert auch. Huch, da wollte ich gar nicht rein. Dann kann ich auch nächstes Mal erst Dings machen. Ey, Lassi, wolltest du ein Buch haben? Nee, aber Hoho will ein Buch. Zomik, wolltest du ein Buch? Na? Nee. Konsti, du wolltest ein Buch. Das habe ich doch gewusst. Ah, das Hoho, du willst wieder zwei Bücher. Ich kenne dich doch, mein Freund. Okay, Battlecraft Like-Tech, der weiß ja, wo er ist. Der ist ja bestimmt am Arbeiten. Like-Tech ist Arbeiten. Und dann fehlt noch Battlecraft, da ist er auch schon. Was verkaufst du Schönes? Nur Mist, wie immer. Dann suche ich mal, ob ich vielleicht da ganz hinten noch nicht einen Kamm geklaut habe. Weil ich habe ja nicht alle Kämme mitgenommen, ha? Hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst. Dann stellen wir den nämlich jetzt doch schon her. So. Und? Ein Kunststoffzellenschlüssel. Nice. So, das ist natürlich sehr wichtig. Ich hoffe, der geht mir nicht irgendwie flöten. Das wäre sehr scheiße, wäre das. Hä, wo ist die Offiziersform? Wo ist die Uniform? Ah, die habe ich runtergebracht. Na klar, die habe ich runtergebracht. Die müsste eigentlich oben sein, weil ich muss ja mit der oben rausrennen. Hm. Denkfehler von dem Tenchi. Passiert mir nur einmal im Leben. Den hol ich nachher noch hoch. In der Runde können wir die wenigstens noch hochholen. Den Glassplitter. Oh. Nein. Wow. Den kann ich wieder anziehen, quasi. Dann haben wir jetzt noch, wie viele illegale Sachen? 1, 2, 3, 4 illegale Sachen hier oben. Das ist okay. Da muss ich auch ein bisschen gucken, dass wir das auch, dass wir das auch schön im Gleichgewicht halten, sodass wir, wenn wir durchsucht werden, ganz schnell alles nehmen können und dann haben wir kein Problem mehr. Ich hoffe mal, dass diese Schlüssel hier, dass der Zellenschlüssel auch ist. Und hier oben, orange. Da müsste vielleicht nochmal jemand niederschlagen, aber wir haben ja mitbekommen, das geht recht schick und leicht. So, ich wollte mir noch, ich wollte erstmal kein Holz holen. Lass uns einen Schritt nach dem anderen machen. Wir werden das mal dann über die Nacht speichern. Und dann werden wir einfach mal schauen, dass wir in der nächsten Tag oder nächsten Nacht quasi dann versuchen, hier durchzukommen. Aber dann müssen wir uns schon mal was vorbereiten. Entweder wir versuchen das hier. Ich habe schon mal versucht zu graben. Das könnte ich vergessen. Graben kannst du knicken, das ging nicht. Ich kann also hier nicht durch die Wand graben, weil mich dann irgend so ein scheiß Turm sieht. Der da, oder was weiß ich, was für Turm mich da sieht. Ich muss hier mit dem Schlüssel rein. Oder ich muss nachts graben. Ich habe ja noch eine Brechstange. Vielleicht, Leute. Wenn ich nachts es schaffe, hier durchzukommen, dann kann ich vielleicht nachts dann da graben, da oben. Und mich da durchgraben.
Aber ich muss es halt dann so schnell schaffen. Oh, Dusche. Ich muss es so schnell schaffen, mich da durchzugraben, dass ich die Zeit auch wieder zurückkomme. Und. Oh, das sehen die wieder, ne? Ja, ich muss halt in der gleichen Zeit zurückschaffen und dann noch zu zerschneiden. Also muss ich auch noch mal die Schere langsam zusammenbasteln. Das mache ich jetzt auch mal. Das können wir jetzt auch noch schnell machen. Wir müssen eh noch in den Underground. Da können wir auch mal unsere Pfeilen zusammenbasteln, damit wir eine schöne Pfeile haben. Und die brauchen nicht groß besonders gut stark sein. Da reicht auch eine einfache Pfeile. Wir haben ja da unten Zeit, Leute. Wir könnten theoretisch auch ganz genüsslich mit irgendwelchen billigen Plastikmessern da uns durchschneiden. Nee, das muss schnell gehen, stimmt ja. Maul halten, Alter, mach mal, sei mal nicht so aggressiv, Junge. Ja, wird schon nicht meine Zelle sein. Ja, oder wird doch meine sein. Und jetzt habe ich das, da habe ich nämlich den Vorteil. Alles legal. Ja, durchsuch doch. Ach, shit, aber jetzt weiß ich wieder nicht, wie, ab wann ich da jetzt bitteschön, wann ich dann runtergehen darf. Ab wann. Na gut, werden wir gleich sehen. Ich kann ja, na, wenn ich jetzt speichern drücke, wird das nicht viel bringen. Hehehe. Wie meine Mutter stets zu sagen pflegte, ist mir egal. Da kommt er. Ja, war nichts drin, oder? Hast du was gefunden, du Penner? Okay, sehr schön. Okay. Easy. Dann, ich wollte mal eine Pfeile nehmen und ein Klebeband habe ich schon parat. Das ist das Klebeband, was eigentlich hoch soll. Dementsprechend nehme ich lieber noch eins in der Hand. Es muss schon schnell sein eigentlich. Eine brüchige Schneider. Ich hoffe, der ist schnell genug, bevor der Generator wieder angeht. Das wäre richtig scheiße. Deswegen ist die Frage, ob wir uns das leisten wollen, das nochmal zu upgraden. Kostet uns aber nochmal ein ganzes Panzertape. Eins. Ja, wir haben noch 4 Stück. Komm, das machen wir. Wir machen noch ein Upgrade draus. Was soll's? Ja, na klar. So. Haben wir schon eine bessere. Die ist dann hoffentlich schnell genug. Mehr würde ich nicht machen. Die lege ich dann natürlich auch schon hier oben hin. So. Und dann hier. Das wieder dahin. Der Schlüssel muss natürlich oben bleiben. Und die Wärteruniform möchte ich auch mit nach oben nehmen. Okay. Hier ist nochmal so ein, Personalschlüsselform, klasse, so ein Rotz. Braucht kein Mensch, aber okay. Brechstange, genau. Ich könnte mich oben versuchen durchzugraben mit der Brechstange. Die hat einen gewissen Wert. Wie war denn das? Tab? Q? Ich will nichts Falsches drücken. Shift. Zertrümmerung 2. Naja, ich könnte natürlich auch meine Spitzhacke mitnehmen. Ich glaube, die hat Zertrümmerung 5 von 5. Ich glaube, ich nehme die lieber mit. Wie groß, wie stark ist die noch? Könnte ich ja... Na, ich müsste die, glaube ich, vorher upgraden. Oder reparieren, einfach nur... Genau, das wollte ich auch nochmal... Das checken wir dann einfach nochmal nach, Leute. Ich wollte ja eigentlich die Schaufel mit dem Ding kombinieren, eigentlich. Einfach nur, um dann später das Ding reparieren zu können. Besser, weil wir nicht so viel reparieren müssen. Die Frage ist nur, können wir die reparieren? Das werden wir dann, glaube ich, werde ich das bei Wiki nochmal nachlesen, bevor ich das dann... versuche zu machen. Das heißt, bevor wir dann... Na, ich würde ja den nächsten Tag schon versuchen, mich durchzubrechen quasi. Ah, was nehme ich da jetzt mit, ist die Frage. Ach, oder wir gehen dann einfach nochmal runter vorher. Kriegt man schon hin. Okay. Ja, lass ich auch mal hier unten. Wir müssen eh nochmal runtergehen dann. Dann kann ich auch theoretisch den Schlüssel hier lassen und auch die Wärteruniform. Weil... Ja, haben ja genug Zeit dann. Okay. Puh, die 2 muss ich drücken. Okay. Warte mal. So. So, ich muss gar nichts drücken. So, so und so. Ja, das blöde Kissen. Wie immer. Gut, Leute. Freut euch schon mal aufs nächste Mal. Dann geht's richtig ab, Leute. Dann geht's richtig ab, ey. Gut, dann würde ich sagen, ich war der Tenshi hier von The Noobs Kanal. Und wir sehen uns dann einfach mal so beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.